Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry und dem Beagle. Wir haben einen Punkt erreicht, wo es im Let's Play anfängt, doch einige Unterschiede zu geben. Wir sind mit Laura und Ryan unterwegs. Und wir werden gleich auf Jacob treffen. Und da fängt es ja schon an, dass wir was anders machen möchten. Wir wollen Jacob hier diesmal retten. Eventuell möchte ich auch mal gucken, dass ich die doofe Hackett-Hexe nicht erschieße. Ordentlich tief. Der habe ich ja letztes Mal aus Versehen den Kopf weggepustet. Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Und dann wäre da noch Travis, der dürfte uns ja nicht mehr ganz so Was ist los mit todesgesinnt dir? sein. Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich liebe den Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause, weißt du? Früher, Ich meine, Abby wird man zumindest. jetzt auch nicht zutrauen, dass sie Campleiterin Und ist. deiner Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch. Oh, du bist aber echt Ich bescheiden. sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Also mal ganz im Ich mach Ernst, wir haben beide. noch nie. Okay. Das hat er letzte Mal nicht. Das letzte Mal war Dylan noch auf Platz 1. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Okay. So ist wohl eine Menge Spinat. Die ist voll, Also, Meisterbrocken. willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Na los, rein da. Ich werde die Quicktimes schon schaffen. Ach nee, gab's ja letztes Mal, glaube ich, auch nicht, oder? Oh, noch eine Karte. Das Rad des Schicksals. Laura wollte einfach wieder zurückgehen. Sieht gut aus. Naja. Naja, Leute, naja. Da hinten hin. Na gut, dann nur das. Vorsicht, Splitter. Ich glaube, das ist ihr scheißegal. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Das ist Bestimmt er. auch gut. Gut, dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Naja, damals hat man in Amerika eigentlich ganz gut verdient mit Schwarzbrennerei. Muss ich durch die Spinnennetze durch? Was ist das? Sind wir Ja. hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Ich finde es übrigens sehr faszinierend, dass die Quote von Denglisch im Laufe des Spiels immer kleiner geworden ist. Am Anfang ist es ja richtig heftig gewesen und jetzt ist kaum mehr was. So, jetzt sind wir in der Hütte. Ich dachte eigentlich, wir haben die Hackets, aber nein. Ach stimmt, wir müssen ja Emma noch finden, die denkt, dass ein Auto ein sehr gutes Versteck ist.
bei den Dingern, die auch einfach durch Wände schlagen können. Was ist denn hier passiert? Nix. Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Was ist, dass du einfach mal die Klappe hältst? Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Abby ist bestimmt so eine, die sich immer von jemandem anscheißen lässt und dann sagt, das tut er doch nur, weil er mich liebt. Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Hey, Armandin, Jacob? Mit einer Hand. Emma? Wenn sie... Soll ich mal aufmachen? Was glauben die, was die beiden da drin tun? Ich weiß, was ihr denkt, was sie da drin tun, jetzt wo ich so gesagt habe, aber Jacob ist ja nicht da, also bitte, ja. Pfefferspray! Pfefferspray! Hey, wir sind's! Oh shit! Spend. Oh mein Gott! Halt! Tut mir so leid. Dylan, tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass ihr es seid. Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer. Was? Lufterfrischer. Oh. Ja. Wie ich letztes Mal schon sagte, tut auch das in den Augen weh, wenn man so richtig heftig reingesprüht kriegt. Aber okay. Ich verstehe, dass sie daraus einen Joke machen wollen. Deine, Boah, das sieht echt aus wie der letzte Abend. Die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Also der Motor ist im Arsch. Was auch sonst. Also, wenn ich ein Auto herzaubern könnte, würde ich es glatt machen. Oh. Warte. Vielleicht kann ich's. Natürlich, wir gehen auf den Schrottplatz. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Mhm. Klingt weit hergeholt. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Ja, lassen wir die beiden losziehen. Okay. Die waren ein gutes Team. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Mhm, das tust du wirklich. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Abby, lass dich rumschubsen. Mach das. Und Abby macht das. So, sind wir jetzt wieder bei Ryan und Laura? Yes. Ich bin scharf auf andere Entscheidungen, Leute. Ganz scharf bin ich da drauf. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Das klingt bei ihr ein bisschen sarkastisch, ne? Sei leise. Ja. Auch ihre Augen sind gerade etwas komisch, sag ich doch. Folge dir auf Schritt und Tritt, Laura.
Oh. Na. Hallo? Okay. Nein. Wir haben 2022 und der Fehler, der schon bei Alice Madness Returns war, gibt's hier auch mit der Steuerung. Vorsicht. Bin okay. Das kommt direkt von vorn. Wir retten jetzt Jacob. Dann muss ja irgendwas verdammt nochmal anders laufen. Jacob! Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Steht unser Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, Mal, wir verstehe ich bei der diese Mutter, Kids schon die ganze Nacht. Dass die Kinder sich so seltsam entwickelt haben. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit einem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Okay. Wozu gebissen? Ist sie irre? Halt! Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er... Er meint er geht dich mit eingeschlossen, Jacob. Denk dran. Dumpfbacke. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan, du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann. Ich schwöre, ich dachte letztes Mal, er wäre dann sicher. Naja, so kann man sich täuschen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Hundefinheit. Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Ja, darf ich jetzt was entscheiden? Okay. Hilf mir dadurch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Okay, da ist eine Konsole. An der Wand. Ein Kasten oder sowas. Also wenn die nicht alle zufällig im gleichen Camp wären, würde keiner mit dem befreundet sein. Halt keiner untereinander. Okay. Wirklich keiner. Ich habe einen Weg gewählt. Meine Fresse. Uff. Okay. 3. Frau.
Schalter. Was? Woher soll ich das wissen? Uff. Kann ich irgendwo... Upala, nein. Okay. 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 Sehr gut, nur noch den mittleren. Bau keinen Scheiß. Den mittleren? Wie mache ich denn den mittleren? Ja, natürlich machen wir jetzt weiter. Wir haben jetzt angefangen, jetzt machen wir auch weiter. Konzentrier dich, Alter. Ich habe keine Ahnung. Leute, das kann man doch nicht mit mir machen. Wir haben ja gerade... Du jetzt raus? Boah, ich hatte die Zahlen durch Zufall gesehen. Du siehst schlimm aus. Danke. Aber verstanden habe ich es jetzt nicht. Ich habe irgendwie... Jake, Emma ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wo sie ist. So, jetzt sind wir also mit... Aber du musst zu ihnen gehen. Ach so, wir schicken ihn weg und damit kann dann trotzdem alles so weitergehen. Okay. Rausgeht. Oh, Jacob weiß meine Hilfe zu schätzen. Nicht meine, Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze. 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du. Du gesagt. Ja. Was, wenn ich gewesen wäre? Oder, Bobby. Bobby und Chris sind anscheinend ihre Lieblingssöhne. Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Aber zu welchem Preis? Du bist nur kein Mann. Was? Er hat sich bis jetzt am vernünftigsten von allen verhalten. Ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapiere nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Nee, ich bin aber das ist eine Hexe. Doch, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blind. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma, gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil es nicht stimmt. Er ist deutlich besser als ihr. Bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Was haben die jetzt gemacht? Ja. Ryan, lauf! Ma, schick Bobby runter. Mhm. Her beauty
Ich finde das Lied immer noch geil. Ich finde es richtig geil, das Lied. Ich finde es geil. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. Ja, das war jetzt sehr wegweisend, ne? Jacob ist frei. Kann jetzt von Nick nicht mehr getötet werden. Und jetzt geht die Party erst richtig los, glaube ich. Ich habe 3 Karten gefunden. So viel habe ich letzte Runde nicht gefunden. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Nein. Ich will nicht eine davon sehen. Achso, naja, ist okay. Da komme ich wohl nicht drum. Die Liebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Aha. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Ist das so? Don't know. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Mhm. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Machen wir natürlich nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt gleich kurz einen Cut machen kann. Wir gehen natürlich weiter. Du hast jetzt, genau wie immer, freie Wahl. Ich habe auch so immer freie Wahl. Hey, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. War das so eine Warnung wie vom letzten Mal, weil die weiß, dass ich das letzte Mal verkackt habe? Okay, wir sind mit Dylan unterwegs. Der Schrottplatz. Darf ich ja. Das war letztes Mal richtig spannend. Ich denke, ich werde es aber in der Tat wieder so machen, weil ich habe beide damit da rausgekriegt und ich habe mir sagen lassen, dass man auch beide da verlieren kann. Naja, nicht mit mir. Ich will sie alle durchbringen. Am Ende möchte ich, dass wir alle da durch haben. So, was haben wir denn hier? Vergebliche Mühe. Dank Jacobs Sabotage konnte der Minivan nicht repariert werden. Hätte es ja so oder so nicht. Teambuilding. Das haben wir. Verlorene Liebesmühe. Okay. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Das haben wir letztes Mal so nicht gehabt. Also, meine Lieben, der Start ist gesetzt für ein anderes Ende. Lasst uns hoffen, dass das auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!